Grusel, Action, Sammelfieber. Diese Folge von Expertain Update hat's in sich. Ridley Scott lässt wieder die Aliens los. Das Runde muss ins Eckige in FIFA 18. Epische Schlachten gibt's in Total War Warhammer 2. Die Geisterjagd mit Yo-Kai Watch 2 geht weiter. Und Nintendo schrumpft das Super Nintendo. Ridley Scott lehrt uns mal wieder das Fürchten. Sein neuer Film Alien Covenant schließt die Lücke zwischen dem ersten Alien-Film von 1979 und Prometheus von 2012. Im Jahr 2104 sucht die Covenant eine neue Heimat. Und zwar nicht nur für die Crewmitglieder, sondern auch für die 2000 noch schlafenden Menschen und über 1000 Embryonen, die sich an Bord des Kolonieschiffs befinden. Das ist Weizen. Wie wahrscheinlich ist es, Nutzpflanzen so weit weg von der Erde zu finden? Er hat ihn gesät. Doch schnell zeigt sich, dass der fremde Planet alles andere als paradiesisch ist. Denn schon bald setzt der altbekannte Alien-Horror ein. Teile der Crew werden infiziert, die übrigen treffen auf gleich mehrere Varianten der außerirdischen Spezies und kämpfen verzweifelt ums Überleben. Für Fans der Reihe werden in Alien Covenant viele Fragen beantwortet, die Prometheus noch offen ließ, vor allem was die verschiedenen Mutationen der klassischen Xenomorphs angeht. Ob Alien-Kenner oder nicht, starke Nerven braucht ihr in jedem Fall. Den Film gibt's jetzt auf Blu-ray und DVD bei Expert. Wo ist es? Schon jetzt ist klar, in den nächsten Wochen wird FIFA 18 die Spielecharts dominieren. Doch welche Neuerungen enthält die Fußballsimulation dieses Mal? Hier ein kurzer Überblick. Das Gameplay profitiert vor allem vom neuen Motion Technology System, das für noch authentischere und flüssigere Animationen sorgt, da diese jetzt von Frame zu Frame einzeln berechnet werden. Das lässt nicht nur Coverstar Cristiano Ronaldo höchst realistisch den Ball kontrollieren, denn etliche weitere Fußballlegenden sind in FIFA 18 verewigt und das sogar in mehreren Varianten. Diese sogenannten Ikonen sind nun auf allen Konsolen und auf dem PC spielbar. Verbessert wurde wieder einmal auch die KI, also das Verhalten der Spieler auf dem Platz, die gerade nicht im Ballbesitz sind. Und auch bei den taktischen Optionen gibt euch FIFA 18 mehr Einstellungsmöglichkeiten. Dank neuer Lizenzierung sind nun erstmals auch die dritte Liga und der DFB-Pokal dabei. Zudem wird der im Vorjahr eingeführte Story-Modus The Journey fortgeführt und lässt euch die Karriere von Alex Hunter weiterverfolgen. Wie zu erwarten war, ist FIFA 18 ein riesiges Komplettpaket, das die unterschiedlichsten Aspekte des Sports enthält und die Herzen aller Fußballfans höher schlagen lässt. Für Konsolen und PC ist es jetzt bei Expert erhältlich. Warhammer ist eine der erfolgreichsten Tabletop-Serien, also jener Strategiespiele, bei denen Miniaturfiguren zum Einsatz kommen, die von den Spielern aufwendig selbst bemalt werden. Längst gibt es auch diverse Warhammer-Games und auch diese Woche ist ein neues erschienen. Dabei gibt es erneut eine Zusammenarbeit mit Sega und dem Entwicklerstudio Creative Assembly, die das Warhammer-Universum ein zweites Mal mit ihrer Strategiespielserie Total War kreuzen. In bisherigen Total War-Spielen springt man in historische Epochen wie die Shogunzeit oder das antike Rom. Doch nach dem erfolgreichen Total War Warhammer von 2016 ziehen jetzt erneut Hochelfen, Dunkelelfen, Skaven und Echsenmenschen in den Krieg. Dafür wählt ihr aus 8 Lords und leitet eure Armee durch die abwechslungsreichen Missionen der Story-Kampagne, die euch durch 4 Kontinente führt. Demnächst soll übrigens noch eine zusätzliche riesige Kampagnenkarte erscheinen, die man sich kostenlos herunterladen kann, wenn man auch das erste Total War Warhammer besitzt. Dann kann man mit allen Figuren aus Teil 1 und 2 gemeinsam in die Schlacht ziehen. Wer anspruchsvolle Strategiespiele mag, der bekommt Total War Warhammer 2 jetzt für PC bei Expert. Die beliebten Pokémon-Games waren lange konkurrenzlos, bis plötzlich Yo-Kai Watch die Herzen der Spieler eroberte. Statt kleiner Monster fängt man hier knuffige Geister, die einem dann in den Rollenspielkämpfen zur Seite stehen. Der zweite Teil erhält nun eine Sonderausgabe für den Nintendo 3DS.
Yo-Kai Watch 2 ist, wie man das auch von den Pokémon-Spielen gewohnt ist, zeitgleich in zwei Editionen erschienen, nämlich knochige Gespenster und kräftige Seelen. Die Unterschiede liegen nur in den fangbaren Mini-Gespenstern. Die neue Sonderausgabe Geistige Geister bietet nun alle Inhalte beider Editionen, wurde aber auch um etliche Extras erweitert. So gibt es 12 komplett neue Missionen und die Chance, sich mit 15 Geistern vom Stamm der Fieser anzufreunden, die bisher nur als Gegner in den Spielen zu sehen waren. Wer Yo-Kai Watch 2 schon besitzt, kann außerdem exklusive Dungeons freischalten und gegen spezielle Endbosse kämpfen. Hinzu kommen neue Areale in der Spielwelt, die erkundet werden können. Japan hat der Hype um die Yo-Kai längst erfasst und auch in Deutschland wächst die Zahl der Fans stetig. Die neue Edition Geistige Geister wird ihr Übriges hinzutun. Für Nintendo 3DS und 2DS erhaltet ihr das Spiel jetzt bei Expert. Als vor etwa einem Jahr das Nintendo Classic Mini erschien, wurde Nintendo vom Ansturm der Fans völlig überrumpelt. Die Miniaturausgabe der ersten Heimkonsole des Spieleherstellers war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Jetzt erscheint auch das Super Nintendo als limitiertes Sammlerstück. Mit der 16-Bit-Konsole feierte Nintendo weltweit und ab 1992 in Deutschland riesige Erfolge. Bis heute gilt das SNES als eine der beliebtesten Spielekisten. Die geschrumpfte Nintendo Classic Mini-Version kommt nun mit 20 vorinstallierten Games daher. Darunter legendäre Titel wie Super Mario World oder Super Mario Kart und sogar Star Fox 2, das für das originale SNES nie fertiggestellt wurde und somit bisher nicht erschienen ist. Die Replik besitzt nun auch einige moderne Features wie Speicherpunkte und Bildanzeigeoptionen, sodass ihr die Klassiker sowohl in Originalauflösung als auch in HD und mit 60 Frames per Second genießen könnt. Und weil die meisten Spiele erst gemeinsam so richtig Spaß machen, liegen gleich zwei Controller im kultigen SNES-Design bei. Das Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System ist jetzt bei Expert erhältlich. Aber Achtung, die Nachfrage ist so groß, dass ihr euch wirklich beeilen müsst, wenn ihr noch ein Exemplar ergattern wollt. Auf geht's ins Wochenende und da habt ihr bestimmt noch mal kurz Zeit, einen Kommentar dazulassen und auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr künftig keine Updates mehr.